Ja, greife ich einfach mal den Satz von Patrizio auf. Also manchmal sollte man einfach erstmal fragen, bevor man über irgendetwas redet. Wobei Fragen sind eigentlich schon unsere Schweinchen jetzt voll? Oder? Sie haben also leider noch ein paar Möglichkeiten. Ja, Fragen. Wir als Papageien-Umschau sind natürlich so ein bisschen in der Pflicht, ne, als interaktive Zeitung. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir es diesmal mal anders. Interaktiv, diesmal frage ich mal. Gibt übrigens keinen Euro. Also ich werde jetzt ein bisschen mit einbeziehen in die ganze Geschichte. Sinnvolle Volierengestaltung ist immer so eine Sache. Ist ja eine Frage der Ästhetik. Also bei mir zu Hause sieht es so aus, ich bestücke meine Voliere, finde das ganz toll. Und meine Vögel sagen, was habt ihr gemacht? Scheiße. Ich kaufe mir einen Wohnzimmerschrank und denke endlich mal einen Schrank ohne Matten drin. Und hinter mir sitzen drei Mann und sagen, ja, du weißt, was gleich kommt. Geht wahrscheinlich so, wie hört sich an, das würde bei ihm genauso sein. Ja, fangen wir mal an. Also immer wenn dieser Mann da, der völlig überfragt, mit dem Fragezeichen auf den Kopf erscheint, dann sind Sie dran. Jetzt gehen schon die ersten zum Dreh. ich werde also mal einfach mal loslegen. Wer von Ihnen hat den Sitzstang in seiner Voliere? Frage welche? Wie viele pro Jahr, auch in den Papageien so. Wie viele pro Vogel? Oh je, viele. Viele. Und die Größe? Verschieden. Das heißt verschieden. Dünne, dicke. So. Na, wunderbar. Dann bist du nicht ganz so doof, wie ich am Anfang gewesen. Ich hab irgendwann, als ich mir meine Papageien anschaffte, so in 2006, mich im Internet schlau gemacht und dann kriegt er ja wunderbare Tipps. Also die Sitzstangen müssen die, weiß nicht, anderthalbfache Fußgröße haben, die Krallen müssen sich abreiben, die Vögel kriegen Sohlenballengeschwüre. Ich habe mal ein paar Fotos für euch. Die Kollegen wissen das offensichtlich nicht. Den hat ja keiner gesagt. Die kriegen dann auch keine Sohlenballengeschwüre. Also das Problem ist letztendlich nicht die Sitzstange, sondern ja, wir einfach zu viel von den Eiern haben. Letztendlich gehen wir hin und produzieren für unsere Papageien Komfortzone mit den Sitzstangen. Das ist ja eine schöne Sitzstange. Aber wenn ihr zu Hause, der sitzt hier möglich. Wir schaffen also ganz viele passende Sitzstangen in die Voliere rein und wundern uns, hat der Vogel gesagt, so, jetzt setze ich mich mal hin und lasse neben Gott einen guten Mann sein und fange an, meine Federn zu putzen. Und dann generiert sowas da. Wir fördern jetzt endlich Verhaltensstörungen ganz aktiv. Warum? Weil wir eigentlich unseren Tieren gerecht werden wollen. Das ist auch so ein klassisches Internetproblem. In diesen ganzen Vermittlungsbörsen werden immer Tiere abgegeben mit dem Argument, ich möchte dem Tier, ich kann ihm einfach nicht gerecht werden. Und da kriegt man noch Applaus für. Also wenn sie im Internet sagen, ich gebe meinen Vogel ab, ich werde ihm nicht gerecht, dann heißt das, du hast klasse gemacht, du bist ein guter Halter, weil du bist nämlich einsichtig. Da frage ich mich doch, wie wird man denn dem Tier gerecht, dass sich völlig anders bewegt als man selbst, das ganz andere Festgewohnheiten hat, und das letztendlich dann auch noch sehr intelligent ist und eigentlich ja, gefordert werden will. Das kann ich in Persona machen. Also wenn ich mich als Mensch da so einbringen will, da passiert nämlich genau das. Das Problem ist, die Leute sagen immer, der wichtigste Faktor ist die Zeit. Aber Reinhardt wäre ein sehr zeitintensives Hobby. Da mache ich was falsch. Ich habe auch noch Hunde. Ich sitze noch nicht ganz auf der Couch, da liegen 35 Kilo Schäferhund auf mir. So, und wenn ich mich in der Küche an den Herd stelle und drehe mich um, dann falle ich über den Labrador, weil wenn der Dicke am Herd steht, fällt bestimmt gleich was runter. Ja, und wenn der Hund raus muss, dann gehe ich mit dem, der kackt nicht einfach wie der Papagei in die Ecke, da laufe ich mit. Jetzt soll mir doch keiner erzählen, die Papageienhaltung wäre zeitintensiv. Das bedeutet ja nur, dass man sich selbst einbringt und dann muss man mit seiner Haltung was. So, und ich muss mal blättern. Also Zeit ist letztendlich für unsere Papagei überhaupt gar kein Faktor. Es ist ja nicht so, dass der Vogel morgens aufsteht und sagt, so, 7 Uhr, jetzt eine Stunde Gefieder putzen, dann gehen wir essen,
10 Minuten und dann haben wir wieder. Der putzt seine Fieder, weil er nur meint, muss sein. Warum? Fiederpflege ist eine wichtige Geschichte, also macht er das. Also Zeit ist für den Vogel kein Faktor. Letztendlich bringen wir die Zeit als Faktor in die Haltung rein. Und dadurch versauen wir ganz viel. Es gibt, wenn man sich ein bisschen Gedanken macht, einen ganz einfachen Tagesablauf für so einen Papagei. Eine ganz simple Geschichte, ein Papagei besteht an und für sich aus der Fiederpflege, aus Pflege von sozialen Strukturen, also mit anderen Vögeln, mit Artgenossen und aus der Futteraufnahme. So, die Fiederpflege. Warum? Ist der Frage, wir sind dran. Die Fieder zum Fliegen, als Schutz für die Haut. Aus Langeweile, bei uns aus Langeweile, die Natur hat ja selten Langeweile. Die Fiederpflege, einfach weil sein Fieder wichtig ist, auch für die Optik. Ne? Ich meine, der Hahn will Hände quasi umgekehrt. Ne? Für die Balz, ne? Um andere Tiere zu beeindrucken. Wie können wir jetzt da bei der Fiederpflege unterstützend tätig sein? Also wir sind ja bei der sinnvollen Volierenrichtung, wir sind ja hier nicht auf dem Verhaltensseminar. Wie können wir denn dem Tier dann auch helfen? Bademöglichkeiten, genau. Ja, eine sinnvolle Bademöglichkeit, also Sie werden natürlich falsch machen. Sie werden dem Vogel so eine riesen Wanne da reinsetzen und der geht hintern in sein Wasser. Ach, machen meine auch. Aber Sie können ein gutes Gewissen haben, Sie haben es versucht. Sie können den Vogel natürlich auch abduschen, aber ich habe gesagt, dass man Tiere, die Verhaltensprobleme haben und man will ja dieses Verhältnis Halter Tier nicht schädigen. Und ich habe da auch gesagt, weil die mögen kein Wasser, zumindest nicht aus der Spritze, aber die mögen Wasser im Napf immer wunderbar. Also wir können Bademöglichkeiten anbieten zum Beispiel. Da ist der Kollege schon mal wieder beschäftigt. In der Natur kann er auch baden gehen, weil er lustig ist. Jetzt singt ihn auch keiner, der schwund ihn auch keiner ein. Die Pflege sozialer Strukturen, die können wir machen. Logischerweise braucht man einen Partnervogel. Ganz toll ist natürlich, wenn wir Leute mit Sittichzimmern, wenn man so einen kleinen Schwarm hat, da wird dann auch schon mal, gibt es auch nicht auf die Fresse, wenn dann da vielleicht mal ein Rohr anbaggert oder ein Spielzeug geht, der ganze soziale Kontakt brauchen Tiere einfach. Und das ist ja letztendlich, was sie mit dem Freiland auch haben, diese ganze Brutgeschichte. Ja, wie können wir das ohne jetzt den ganzen Schwarm aufzubauen, natürlich mit einem wirklich schlechten artgleichen Partner und davon ausgehend, dass sie sich auch mögen, welche Möglichkeiten haben wir noch? Können Sie als Halter einbringen. Das ist richtig. Dann sind wir aber auch schon wieder so weit, dass Zeit investieren. Aber das ist schon richtig. Also ich halte ein Medical Training halte zum Beispiel für völlig sinnvoll. Einfach auch, um den Tieren den Stress zu nehmen. Sie bringen sich schon ein, das ist schon okay. Aber eben halt, Sie können dieses Maß an Zeit, das der Vogel eigentlich an für sich braucht, können Sie gar nicht machen. Sie können ihm aber die Möglichkeit geben, zu sagen, ich will jetzt keinen Nachwuchs, aber ich mache ihm einen Stamm rein. Muss kein Niststamm sein. Wir haben versucht, wir haben also wirklich einen großen Stamm ansatzweise noch reingebohrt. Da konnte der Vogel immer noch nicht rein. Aber ein Paar hat nachher da gesessen und hat gesagt, da machen wir so eine Nisthöhle. Gut, man muss dann irgendwann so nach ein paar Wochen muss man so ein Ding mal wieder wechseln. Aber das ist was anderes, als stundenlang in der Voliere stehen und an dem Vogel rumklickern oder sie tun dem Tier also so nichts Gutes. So. Und dann hätten wir noch, ganz wichtig natürlich die Futteraufnahme. Also wenn Sie jetzt überlegen, dass so ein Ara, wenn der morgens losfliegt, dann ist der, sag ich mal, eine Stunde, anderthalb unterwegs. Dann wird das Futter, der kommt ja nicht da an und da kommt dann direkt der Tisch. Das ist ja nicht so schön wie bei mir zu Hause. Der muss sich sein Futter erarbeiten. Und jede manchmal wirklich ich darum, dass da werden Früchte stellen, was komplett kleine Schwerter nur man den Kerngehäuse umzupopeln. Da können wir ansetzen. Welche Möglichkeiten haben wir denn? Gerade bei der Futteraufnahme. Wir hatten ja gerade hinten ein wunderschönes Gespräch schon, wo es darum ging.
Also ja, genau, diese ganzen Futterspielzeuge sind natürlich eine tolle Idee. Das Problem ist, ich habe in einem Video irgendwo gesehen, bei Antibiotikisten, und ich habe es im Fernsehen, die Hände sind aber so clever, die schießt vielleicht drei Leckerchen durch. Also die sind halt von drei Minuten ist die auch ein bisschen fertig. Man muss sich dann schon mal einfallen lassen, man muss eventuell also auch mal die Spielzeuge wechseln, ja, mal ein paar neue anschaffen. Man kann mal eine Kramkiste machen, den Vorschlag hatten wir gerade, der war eigentlich ganz wunderbar. Raubpapageien sind ja auch dafür bekannt zum Beispiel, dass sie oft am Boden sich befinden. Und dann ist es wirklich so, dass die auch die ganze Sämereien wirklich ausgraben und ganze Pflanzenteile essen. Einfach mal hingehen und ich sag mal, irgendwie Kräuter kann man wunderbar kaufen im Supermarkt, im Bioregal, im Topf, die Dinger verstecken. In der Kiste mit vom Reiswolf, kleingemachtem Papier, ein bisschen Granulat, oder dass die Tiere halt wirklich für ihr Futter arbeiten müssen. Und wenn man diese ganze Geschichte ein bisschen umstellt, diese ganze Fütterung, dann kann man also auch mit der sinnvollen Stadt in der Voliere, wie gesagt, im Bereich, wo Spielzeuge reinkommen, wo sie Futter erarbeiten müssen, vernünftige Bademöglichkeit, schöne Sitzstangen, da kann man dann einiges mit richtig machen. Denn, was wir noch nie angesprochen haben, wenn so ein Vogel in irgendeiner dieser drei Säulen ein Problem hat, also irgendwas da so ein bisschen wackelt, kompensiert er das logischerweise woanders. Ja, also wenn der Vogel irgendwann im Essen fertig ist nach 10 Minuten, dann fängt er an, seine Gefieder zu putzen. Oder er fängt an zu schreien. Oder er fängt an zu beißen. Und dem können wir entgegenwirken, indem wir wirklich gucken, dass wir in all diesen Säulen unser Möglichstes tun. Die Papageien erleben so Papageien-Tauben wie möglich zu gestalten. Das setzt voraus, dass wir einfach die richtigen Fragen stellen. Also nicht im Internet mal gucken und die wunderbar schönste Stange da rein tun, weil ja 30 Leute sagen, wenn ich heute Voliere im Internet poste, dann fällt 10 Leuten ein, kann man ganz anders viel besser gestalten. Und wenn ich die umgestaltete Voliere da poste, dann fällt den nächsten 10 ein, nö, dann kann man auch anders wieder besser machen. Hinterfragen Sie sich, wie lebt Ihr Papagei in der Natur, welchen Bedarf hat er? Und wenn Sie schaffen, die richtigen Fragen zu stellen, dann werden Ihnen selbst auch die richtigen Antworten einfallen und so entsprechend die Voliere bestückt. Aber es sind auch mit Sicherheit Vögel, denen es gut geht und wo Sie selbst den Tieren gerecht werden, ohne sich selbst. In dem Sinne wünsche ich Ihnen gutes Gelingen und bedanke mich fürs Zuhören. So, herzlichen Dank, Thomas. Wir haben draußen immer noch Sonnenschein. Wir sind zwar zeitlich ein bisschen im Verzug, aber wenn Sie wieder wollen, machen wir wieder die kurze Pause. Die Elefanten rufen immer noch, die haben immer noch nicht den Bauch voll. Man kann noch mal Fragen stellen. Herr Dr. Britsch hat angekündigt, er verdoppelt seinen Elefanten. Also ich habe ihm da schon was untergejubelt. Er wird sich freuen und ich hoffe, es kommt dann auch schön was raus für ihn. Ja, dann schöne Pause und ich rufe dann auf. Wir haben dann noch zwei Referenten. Die Kerstin Schwarz wird über Papageientraining sprechen und mein Herzensthema, Tierarzt Hermann Kempf, über die Kastration, damit sich da endlich was bewegt und keine Vögel mehr kastriert werden.